Okay. 3, 2, 1. Lol. Ey Leute, ich bin gerade komplett verwirrt. Was geht hier gerade ab, Alter? Oh mein Gott, was? Was denn? Ich glaube, Tobi. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei, heute, liebe. Skation, meine lieben Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht wusstet, ihr könnt ja von dem Itemshop unterstützt einen Creator, Herr Winzert, eingeben, meine Freunde. Macht das auf jeden Fall mal. Markiert mich auf Instagram, denn da, meine Freunde, könnt ihr auf jeden Fall echt eine Menge Spaß. Also. Tut's bitte einfach, ich bin ehrlich zu euch, würde mich freuen. Leute, wir versuchen heute was ganz, ganz Besonderes auf. Und zwar hatten wir schon mal diesen kleinen Bug hier oben vorgeführt, wo wir versucht haben, mit dem Baller zur maximalen Höhe in einer Lobby zu kommen, meine Freunde. Dieser Bug wurde mittlerweile gefixt und es gibt jetzt einen neuen Bug, mit dem man tatsächlich das Main Island verlassen kann in Fortnite, ja? Klingt ein bisschen weird, funktioniert aber. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal uns ganz kurz in ein paar Public Games an. Gucken, ob das Ganze so funktioniert, wie wir uns das vorstellen in Public Games. Denn es gibt scheinbar die Möglichkeit, das Main Island zu verlassen und die Inseln außerhalb des Main Islands mit diesem Bug in einer Public-Runde zu erreichen. Nein, doch. Bis dato, würde ich sagen, versuchen wir das einfach mal. Wenn das hier nicht funktioniert, gehen wir gleich nochmal die Spielwiese und probieren da nochmal ein bisschen rum. Und dann schauen wir mal, meine Freunde, ob wir die Inseln tatsächlich drumherum erreichen können und wenn ja, was sich da tatsächlich drauf verbirgt. Ich bin da relativ skeptisch, aber man kann mit dem Bug auf jeden Fall richtig, richtig krass hoch traveln. Das geht auf jeden Fall. Ich würde sagen, let's go. Wir gehen einmal nach hier oben und haben natürlich dafür auch die beste Flugroute. Und ich schmeiß mit meinen Bananen um mich. Let's go. Danke dem Busfahrer sagen, Tobi. Sag dem Busfahrer danke. Danke. Tobi, nein. Du musst auch persönlich. Ja, ich hab's gerade. Danke, Herr Busfahrer. Hast du uns. Na toll, super, ey. Was sind das hier für Ringe? Siehst du das da rechts? Oh, oh, ich weiß, was es ist. Oh nein, das sind wieder diese bösen... Der Roboter. Der Robo-Ring. Wir laufen auf jeden Fall... Vor allem laufen wir wahrscheinlich, oder? Wir fliegen auf jeden Fall jetzt mal darüber, meine Freunde. Schauen wir, dass wir die Baller bekommen und hoffentlich haben wir da auch 2 Rifts, denn es funktioniert nur mit Rift und Baller. Und dann kann man tatsächlich diese ganzen Inseln, die man hier außerhalb sieht, ganz close erreichen. Beziehungsweise das Gerücht besteht, dass es funktioniert. Und wir werden dieser Sache jetzt mal auf den Grund gehen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn es jetzt nicht funktionieren sollte, meine Freunde, dieser Bug ist auf jeden Fall eine echt nice Sache. Und sollte man mal tatsächlich Probleme haben, irgendwie schnell zu rotieren, dann kann man das Ding sicherlich ganz gut nutzen mit einem Mate. Und wenn man dann tatsächlich Redeploy hat, dann läuft der Hase auf jeden Fall. Warum Redeploy und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich würde sagen, dass wir einfach nur ein bisschen Glück brauchen, denn hier müssen 2 Baller sein. Sind da 2 Stück? Ja, Mann, da 3, 4, 3. Alter, da unten ist noch ein Rift. Ey. Wir zeigen euch mal ganz kurz, wie das grundlegend funktioniert. Und zwar müssen wir einmal hier runter zum Rift. Auch ein paar Materialien, weil ich glaube, der Rift schwebt in der Luft, wenn ich mich nicht irre. Nein. Nein. Okay, warte, pass auf. Ich park mal ganz kurz meinen Baller hier. Rollt er hier weg? Handbremse ziehen, dann rollt er nicht weg. Verstehst du? Weil Handbremse. Ja, Tobi. Ja, okay. Bauen wir ganz kurz hier den Burger Boy ab. Boah, da habe ich jemanden Hunger. Dann brauchen wir ganz kurz einmal den hier. So, dann bauen wir hier eine Tür hin, meine Freunde. Ganz klassisch so. Dann holen wir unsere Baller. Tobi, bist du ready? Ich hoffe, ich bin mehr als ready. Okay, soll ich fliegen oder möchtest du fliegen? Flieg du erstmal für den Zuschauer. Einfach mal ein bisschen was zeigen. Okay, Tobi, grapple an mir. Also, meine Freunde, relativ simpel. Ihr macht genau das. Der Gegner, beziehungsweise euer Homeboy, grappelt an euch und dann geht ihr einfach in den Rift rein und dann passiert das hier. Oh mein Gott, Bruder, Junge! Wo bist du denn? Warte, ich bin komplett... auf mir zu landen oder so. Alter, okay. Ja steuern. Ja, aber ich bewege mich ein bisschen. Also ihr seht, Leute, man kann damit tatsächlich rotaten. Ich versuche jetzt mal in die Zone zu rotaten, Junge. Oh mein Gott, das funktioniert sogar. Ich schwöre, wenn ich jetzt Redeploy hätte, Tobi, ich könnte komplett aufs andere Ende der Welt gehen. Junge, mit Redeploy kannst du alles machen. Real Talk, Alter. Oh mein Gott, okay, Leute. Manchmal gibt es es sogar, dass man, wie gesagt, von der kompletten Map runtergeschleudert wird und man damit tatsächlich dann sogar komplett auf die anderen Inseln rotieren kann. Noch ein Rift bei mir, wenn du Alter, willst. Ist da noch einer? Ein Rift ist noch bei mir, ja. Okay, dann komme ich zurück. Let's go. Wir versuchen das nochmal. Wie gesagt, Leute, es braucht ein paar Versuche, bis wir von der Insel hier runtergeschleudert werden. Sonst versuchen wir später nochmal in Paradise Palms. Das sind ja momentan, glaube ich, die einzigen Stellen, wo es Rifts hat, oder? Also ich habe mir in Fortnite Rift gekauft für zu Hause. Ich wüsste jetzt, also du musst auf die andere Seite. Achso, darf ich nicht fliegen? Okay. Nee. Richtig traurig. Wie traurig, dass du mit diesem Ball so wegfährst. Kannst du vielleicht, liegt es vielleicht auch da? Wow! Alter, ja, Mann! Wo bist ja, du? Mann! Oh mein Gott! Ich bin im Sturm! Alter! Oh was, mein was? Gott! Wo bist du? Nein, ich bin gestorben! Nein. Alter! Was? Oh mein Gott, Junge! Ich bin einmal von der Sprachen lernen. Von der kompletten Insel geschmissen worden, Alter. Guck mal, wo deine Marke ist. Siehst du das? Holy. Nee, sehe ich nicht. Wo liegt die? 3000 Meter weit weg? Was? Ja, moin, Alter! Kannst du dich schnell. Kannst du dich vielleicht holen gehen? Geh da nicht rein. Vorsichtig! Vorsichtig! Ah! Okay, Leute, ich würde sagen, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal in der Spielwiese und gucken mal, ob es möglich ist, mit Redeploy eventuell eine der äußeren Inseln zu erreichen, weil der Sturm bei der Spielwiese nochmal ein Stück weit hinterhängt. Aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, der Hase läuft und das funktioniert. Okay, ich würde sagen, Tobi, let's go, raus hier, auf geht's, Digga, let's go.
Okay, Freunde, wir gehen einmal ganz kurz hier nach PP, nach Pleasant Park und versuchen das Ganze jetzt nochmal. Vielleicht finden wir sogar Redeploys und dann können wir mal gucken, was sich auf dem Ozean so verbergen tut. Tobi, bist du bereit für das Experiment? Okay, meinst du, ich kann Shadownaden in der Luft? Also wenn ich quasi rausspringe, kann man, warte, lass mal versuchen, wenn ich jetzt gleich einen Baller habe, musst du die auf den Boden werfen? Ich hab Redeploys, let's go. Nee. Doch. Alter Digga. Lama. Alter Digga, du bist so. Aber guck mal, Leute, wenn ich jetzt springe. Doch, das geht. Ich kann sogar, wenn ich aus dem Baller eventuell rausspringe. Du ja, das Mann. In der Luft machen? Ja, ja. Okay, let's go. Auf geht's, Jungs. Leute, wir machen das natürlich alles nur, damit Epic Games es sieht. Natürlich. Nicht, weil wir hier Spaß haben. Nee, Spaß haben wir nicht. Gut, wir müssen nach PP. Wir müssen nach Paradise Palms. Nee, oder? PP, Pleasant Park, Paradise Palms, let's go. Leute, wir sehen uns dann einfach wieder, wenn wir in Paradise Palms sind. Wer sagt Palms? Tobi. Okay, nice, Tobi. We got two Rifts here, okay? Wir haben zwei Rifts hier. Ich bin schon da. Guck mal, wo ich bin. Ja, aber ich hab dir doch gesagt, du sollst einfach... Mach ich doch. Ich hab auch Redeploy. Das heißt, ich kann vielleicht auch mal fliegen. Redeploy. Verstehst du? Redeploy. Also der Trick dabei ist auf jeden Fall, meine Freunde, dass man hingeht und den Boost in diesem wunderschönen Gefährt im Baller aktiviert. Weil ansonsten schleudert es einen hoch. Kann ganz nice sein für die Rotation. Aber ich glaube, wenn man den Boost aktiviert, dann ist das nochmal ganz anders. Dann wird man nämlich tatsächlich nach draußen teleportiert. Mach die Tür auf. Entschuldigung. Ich hab Angst vor dem Rift. Okay, 3, 2, 1, auf Expedition. Oh, oh Alter, okay, Alter, ich spring raus. Wo bist du denn hin? Lol, ich bin draußen. Halt mich updated. Oh mein Gott, was? Oder wo bist du, Alter? Kannst du unter dir markieren, dann sehe ich, wie weit weg du bist. 4000 Meter. Ich flieg jetzt 4000, immer weiter, Tobi. 700. Ich flieg zur Spawn-Insel zurück. Lol, was ist das da hinten? Hä, bist du hinter der Border? Lol, das ist eine meiner Creative-Inseln. Oh mein Gott, meinst du, ich komme bis dahin geflogen? Oder wenn das funktionieren würde, ne? Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Okay, Leute, wenn das jetzt klappt, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Nee, das ist nicht meine Creative-Insel, das ist irgendwas anderes. Habe ich hier gerade irgendein Geheimnis aufgedeckt, Epic Games? Oh, Epic Games ist ja wieder gedacht, wir kommen da nicht hin. Es sind noch 1000 Meter von mir. Nee. Ey, Leute, ich bin gerade komplett verwirrt. Was geht hier gerade ab, Alter? Und ich sehe hier einen Zeppelin. Ich bin komplett außerhalb der Map, Alter. Bruder, warte, es gibt doch eine bestimmte Border. Bist du da schon drüber? Oh mein Gott. Junge, guck mal, wie weit ich weg bin, Leute. Halt, Maul, das ist nicht real. Du musst doch safe da drüber sein, oder? Das ist... Ich flieg... Oh mein Gott, was? Was denn? Halt dein Maul, was warte mal. Ich glaube, Tobi. Was ist das hier? Moment mal, Leute. Ich verstehe nicht, was das hier ist. Ist das das Hub? Ist das der Hub? Ach, ist Europa. Leute, schaut euch mal bitte an, wie weit ich weg bin. Wie weit bin ich weg von dir? Wie viele Meter? Du musst unter dir markieren. Habe ich. 4000. Alter Schwede. Alter. Oder war denn nicht ganz 4000? Aber guck mal, wie Leute, bin ich weg? Ich hab guckt markiert. Euch das mal an. Bist du da irgendwie auf neuen Inseln oder? Hä? Hey, Leute, okay, was ist das hier? Jetzt mal Real Talk. Bruder, warte mal, ich sehe nur, dass du irgendwie schon über diesen Inseln um Ding rum bist, weißt du? Jetzt eine Barriere, da komme ich nicht drauf. Nee. Geh mal zurück in die Lobby schnell, geh mal schnell zurück in die Lobby, zum Zentrum. Zum Zentrum. Oh mein Gott, siehst du mich? Ich bin in der Luft, warte, neben dir. Da, Lauf, ich sehe dich, lol. Was? Bruder, aber das ist eine Barriere, ne? Ja, ich komme nicht drauf. Digga, du Alter. Bist einfach von der Main-Insel oh zum Zentrum Oh mein Gott, geflogen. Was? Okay, Leute, das ist krass. Also, kann man halt irgendwie sinnvoll benutzen. Kann ich nur Shadow nehmen? Wo spawn ich jetzt, die Frage? Stimmt. Ob beim Nein! Zentrum? Nee, ich glaube, du spawnst auf der Maininsel. Nein, ich sehe dich da unten, Digga. Stell dir vor, ich spawn jetzt im Zentrum mit meinen Waffen. Digga, das wäre übel, Buggy. Ich spawne über dem... LOL! Hey, hängst du in der Luft? Ich bin Ego-Perspektive. Was? Ich bin in der Ego-Perspektive gerade. What? Digga, was passiert hier? Oh mein Gott, Leute, ich spiele Fortnite in der Ego-Perspektive. Ja, was? Ist das wirklich eine gute Ego-Perspektive? Ja, also. Also, sie funktioniert. Oh mein Gott. Du hängst bei mir aber einfach in der Luft, ne? Ich kann nichts machen. Wo bist du denn? Ich kann nichts machen. Was siehst du gerade bei dir? Bist du bei dir am Boden oder? Okay, Leute, ich raff hier gerade gar nichts mehr, Alter. Ich verstehe hier ja nichts mehr. OMG. Ja gut, Leute, ich würde sagen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Zentrum. Dann gehe ich mal neben... Hä? Moin! Hä? Wie schnell hast du mich gerade da oben gesehen? Hä? Ja, Digga, du warst da in die Richtung über den Vulkan. Okay, wir gehen nochmal nach Pipi. Vielleicht sind unsere Sachen noch da. Lass mal schauen. Pipi. Ja, ein Baller ist da. Pipi, do you love? Hör bitte auf. Meinst du, ich komme auf die Startinsel damit? Also, ist halt nur ein funny Bug. Kann man halt nicht mit viel machen im Battle Royale. Also, ich glaube tatsächlich, das Gerücht, dass man jetzt außerhalb der richtigen Insel auf die ganz äußeren Inseln rotieren kann, das funktioniert wahrscheinlich einfach allein
deshalb nicht, weil da der Sturm ist. Aber still, mad funny, wenn man das sich mal anguckt, was alles machbar ist, Alter. Ist echt ziemlich, ziemlich cool. Wirklich cool. Entschuldigung. Wirklich cool. Das macht Fortnite wieder zu einem coolen Spiel. Ich weiß nicht, wo das gerade herkam. Tut mir leid. Bin stacked on. Ich habe Ballons und Redeploys dabei. Also stell dir mal folgende Situation vor, ja? Du bist wirklich low, okay? Dein Mate würde es eh nicht schaffen, aber du kannst damit eventuell noch rotieren und damit dem Sturmschaden ausweichen, weil du hast halt die Redeploys plus den Baller. Das kann man schon taktisch nutzen eigentlich. Hey, Revi, ich habe kein Leben mehr. Komm, hier, nimm den Rotate an. Okay, okay, let's go. Okay, das war nicht so spektakulär. Ja, okay, Leute, ich glaube, es sind keine Rifts mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Richtig lustige Sache, wie gesagt. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht irgendwann zu neuen Meta wird. Keine Ahnung, ich bezweifle es stark. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwer im World Cup jetzt das Ding spielen wird. Aber auf jeden Fall eine nice Geschichte, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Ich verabschiede mich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Schau doch bei Tobi vorbei, der ist auch ein bisschen verlinkt. Okay.